uns ja schon ewig nicht mehr gesehen. Erzähl, bist du mit deinen Umschulungsplänen schon vorangekommen? Nee, mir fehlt irgendwie immer noch die richtige Perspektive. Aber wie läuft's denn bei dir? Hammermäßig. Ich bin direkt nach dem Test eingeladen worden, um das Unternehmen kennenzulernen. Das war total beeindruckend. Die Gauselmann AG gibt es seit über 50 Jahren und sie zählen zu den Marktführern in der Unterhaltungsautomatenbranche. Die Unterhaltungsgeräte für unsere Casinos werden hier in Deutschland entwickelt und gebaut und dann weltweit vertrieben. Stell dir mal vor, das ist ein Familienunternehmen und die beschäftigen über 6000 Mitarbeiter und bilden dazu noch zurzeit über 210 Auszubildende für den eigenen Bedarf aus. Das bietet echte Perspektiven. Aber das hatte ich dir auch, glaube ich, schon erzählt. Ja, ab 18 ganz neu durchstarten. Aber wie ging es denn dann weiter? An meinem ersten Ausbildungstag zur Fachkraft für Automatenservice wurde ich komplett neu eingekleidet. Total schick. Meine Ausbilderin ist wirklich nett, die hat sehr viel Erfahrung und nimmt sich richtig Zeit für mich. Im Casino bediene ich dann die Spielgäste. Ich serviere etwas oder erkläre ihnen die Geräte und Spielabläufe. Das ist schon interessant, wie unterschiedlich die alle sind. Ab und zu muss ich auch mal ein Gerät öffnen und kleinere Fehler beheben oder sowas, aber das ist ein Kinderspiel. Die Arbeitszeiten sind übrigens auch sehr flexibel. Bist du dann in den nächsten 2 Jahren nur in dem Casino? Ja und nein. Es besteht schon die Möglichkeit, mal zu wechseln. Die Casinos gibt es ja an über 200 Standorten. Aber das kommt dann im dritten Ausbildungsjahr erst konkreter in Frage. Insgesamt ist es total abwechslungsreich. Ich kann meinen Techniker begleiten, einen Messestand betreuen, bei Filialeröffnungen dabei sein oder ein Fahrsicherheitstraining mitmachen. Was mir auch privat sehr weitergeholfen hat, war die Sicherheitsschulung. Da habe ich von Grund auf gelernt, mit schwierigen Situationen, zum Beispiel nachts auf dem Weg von der Arbeit nach Hause oder bei Konflikten in der Kommunikation mit den Kunden umzugehen. Das klingt ja spannend. Und gehst du dann auch zur Berufsschule? Klar, das macht ja jeder, der eine Ausbildung macht. Wir werden aber besonders gefördert. 3-mal im Jahr bin ich für eine Woche in der firmeneigenen Ausbildungswerkstatt in Lübeck. Und Fahrt- und Hotelkosten werden mir da auch voll erstattet. Und was nehmt ihr da dann durch? Das sind ganz verschiedene Bereiche, also von den Grundlagen der Elektronik über die rechtlichen Rahmenbedingungen in der Automatenwirtschaft bis hin zum technischen Service an den Automaten. Hier lerne ich alles über den Aufbau und die Funktion von Automaten. Da wir fast alle übernommen werden, ist die Ausbildung auch sehr fundiert. Die bieten übrigens jedem, der möchte, individuellen Förderunterricht für Mathe und Deutsch an. Vor den Prüfungen gibt es dann nochmal spezielle Schulungen, für die wir sogar extra vom Betrieb freigestellt werden. Ich freue mich schon total aufs nächste Mal. Das ist einfach eine super Zeit. Wir sind einige Tage zusammen, lernen viel Neues, können uns austauschen und haben auch sonst eine Menge Spaß zusammen. Wie ist denn die Bezahlung? Du, damit bin ich auch voll zufrieden. Ich werde sogar am Prämiensystem beteiligt. Und wenn du gut genug bist, kannst du noch ein drittes Ausbildungsjahr zur Automatenfachfrau anhängen, um auch kaufmännisch eine Filiale leiten zu können. Dann steht dir nach oben alles offen. Kann man sich da auch mit dem Hauptschulabschluss bewerben? Wenn er gut ist, auf jeden Fall.